Viertel nach vier. Das war, als der Hahn zum ersten Mal schrie. 8:35 bereits. Immer wieder aufgewacht. Ja, ich habe mich relativ früh ins Bett begeben. Also 11 Uhr. Aber ich konnte trotzdem erst um 1:30 einpennen. Das Wetter wunderschön. Mal abgesehen vom Wind. Es wird super warm heute. Und windig. Ja, zwei Flüge. Schön auf dem Programm. Oh Gott. Mit einer 3,5-stündigen Pause. Ich muss mal gucken, ob ich mein Auto zwischendurch wasche oder sonst irgendwas mache. Ich habe einiges an Zeit. Wenn nicht noch was drauf kommt. Kurz vor drei schon. Zwei Flüge hinter mir. Und es kommt noch einer. Ich hatte einen anderen Flug darauf bekommen. Aber den kann ich jetzt eine halbe Stunde früher starten. Die Ridge Line, wo ich drüber fliegen muss, eventuell komme ich durch. Weil der letzte Flug, das ist ein langer. Ja, ich habe natürlich zwischendurch keine großen Pausen gehabt und konnte dementsprechend auch nicht das machen, was ich hier zwischendurch in der Pause machen wollte. Muss ich heute Abend machen. Morgen nur zwei Flüge bisher. Aber ich bin gespannt, ob das so bleibt. So, jetzt gehe ich meine Clearance, mache den Windshield sauber und dann geht's los auf den letzten Flug. Feierabend nach drei Flügen fühlte sich an wie fünf. Ich habe den Frontdamen was gemalt hier. Ja? Die sollen das Manifest erst so falten und dann so. Das war immer so, bis der Koji plötzlich meinte, ey, ich will das aber so haben. Und seitdem machen die das andersrum. Jetzt haben die hier in meinem Spind das Ding hier mit 10.000, ey, dass sie das so machen, wie der Koji will. Total bescheuert, Mann. Wir müssen das nämlich wieder auf. Wir müssen. Ey. Ist mir egal jetzt. Ich fahre nach Hause. Kurz nach fünf. Ich bin da zu Hause. Wirklich bewölkt. Sonnenuntergang gibt es, glaube ich, wieder nicht. Noch ist es bei den zwei, drei Flügen geblieben für morgen. Und es geht um 10 Uhr los. Das heißt, ich muss um 7 Uhr raus. So, ja, das wirkt auf jeden Fall, dass ich da so viele Grains rausgenommen habe aus der und nicht mal alles auf einmal benutze. Denn das steht hier seit 24 Stunden und das ist genau fertig, glaube ich. Und noch lasse ich es ein bisschen stehen. Trinkgeld? Okay. Ich weiß nicht, was da noch an Briefumschlägen ist. Und irgendwas wollte ich noch sagen, weiß ich aber jetzt nicht. Ah, ganz schön im Sack. So, jetzt gibt es erstmal einen Smoothie mit Kefir. Zwei von den Damen, die Jamie und die Shana, haben den Kefir beide probiert. Die Shana, der wurde irgendwie schlecht davon. Und die Jamie meint, aber ich weiß nicht, ob es ein Witz war. Seitdem hat sie so, geht's ja auch nicht gut. Und die haben nur immer so einen Cup genommen. Ein bisschen. Also, ich weiß nicht. Na, auf jeden Fall, die Shana, die ist dann interessiert, die hat einen Sohn, die, egal was der isst oder bei ganz vielen Sachen, wo der isst, bricht der und hat Durchfall gleichzeitig. Mitten in der Nacht. Und die hofft, dass Kefir eventuell da helfen kann. Naja, auf jeden Fall bringe ich dir mal Grains mit. In einem Einmachglas. Ich habe ja genug von allem. Einmachgläser habe ich hier immer noch sieben rumstehen. Und dann bringe ich dir ein paar Grains mit und sagt er, wie ein paar Gummis habe ich auch ohne Ende, wie sie das schon abmacht. Klemmt da. Jetzt spielt mein Hals verrückt. Aber jetzt entspanne ich mich jetzt mal eine Stunde mit dem Smoothie und ein paar YouTube-Videos oder so. Kurz nach 8. Duschen und so weiter. Jetzt gucke ich mir einen Film an. Wie heißt der denn? 65. Und zum Abendessen gab es außerdem Smoothie nichts. Deswegen ziehe ich mir jetzt noch ein paar Mandeln rein. Jetzt putze ich mir irgendwann die Zähne ab ins Bett. Morgen hat sich ein bisschen was geändert. Ich fliege viermal. Die haben den Flug irgendwie nach oben auf mich verschoben. Und der Wesley, der kommt gar nicht rein. Und am Sonntag sieht es genauso aus. Ich fliege, glaube ich, sechs oder sieben Mal. Und der kommt nicht rein. Kann sich natürlich noch ändern. Ich bin mal gespannt, ob ich am Montag fliege
Der Schedule. Das letzte Mal sollte der Koji am Montag fliegen und plötzlich musste er auch nach Kauai. Und jetzt. Ich glaube, wir stehen da zu dritt auf dem Schedule. Das heißt, eventuell habe ich Montag frei. Und dann Dienstag, Mittwoch natürlich und Donnerstag. Nee, Donnerstag muss ich ja arbeiten, weil der Markus im Urlaub ist. Ach, weiß ich alles nicht, Mann. Das ist halt einfach immer ein bisschen blöd, dass man nie weiß, was abgeht. Und am Dienstag ist natürlich dann dieses tolle Zoom-Meeting mit allen Mitgliedern, Piloten und Groundstaff. Oh Mann, was für ein Kindergarten manchmal. Der Film war gut. Jetzt haben wir schon wieder 10:45 Uhr. Höchste Zeit, ins Bett zu gehen. Und das mache ich jetzt. Windig wird es morgen. Der Wind kommt nicht direkt aus dem Osten. Und morgen ist das TFR aktiv. Temporary Flight Restriction in der Kaneohe Bay. Das heißt, wenn die Wolken ein bisschen tiefer sind, kann ich nicht an der Ridgeline entlang fliegen und dann habe ich ein Problem. Muss man sehen, wie ich das löse. Wenn die Wolken tief sind, wie sie heute waren zum Teil.